nicht da sein. Ah, schön, es regnet. Ach, hier sind wir wieder. Und wieder mit dem... Okay, haben wir beim letzten Mal auch Getriebe gefahren? Ich glaube schon, zumindest sowas in der Art. Auf alle Fälle selber Truck, selbe Trailer und ja, ob noch mehr selbst war wie vorher, weiß ich nicht, aber es gibt diesmal zumindest nicht so das Problem mit Trailern hinten. Oh, das wusste ich nicht, das geht um mit Steam. Fährt denn der sich so komisch? Wie zieht der mal so komisch hinterher? Also ruckartig irgendwie. Oh, das ist aufgeholt zurück. Das war ja sinnvoll, einen Scheinbestand zu machen. Ja gewesen sein, das ist ja die einzige, ist ja die einzige Forschungsanfrage. Ach, hier geht es wieder bergauf. Mal gucken, ob wir da wieder Gegenverkehr bekommen. Diesmal nicht. Wie viel schon waren da? 26 kann das sein? Ja, 26 Tonnen nach Oslo, Mexico Trends. Oh Gott. Na gut, wir können auch im ersten Gang losfahren. Da zählt aber also irgendwie merkwürdig. Was auch immer das soll. Ich muss noch herausfinden, ob das auch bei gerade Strecke ist, ob es nur bergauf ist. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei Onward. Und viel Erfolg. Falls man dafür... Na gut, Erfolg wird man wahrscheinlich hier haben. Gutes Gelingen. Hab mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Oh, immer diese 30... Ist ja nicht so, was man sowieso anhalten muss, wenn man nicht gegen einen Baum fahren, wenn man nicht gegen einen Baum fahren will. Also eine Geschwindigkeitsbegrenzung dafür reinzuhauen. War beim letzten Mal dann aber auch wirklich nach Oslo. Aber halt mehr nach Oslo rein und nicht so, wie es jetzt wahrscheinlich gerade ist. Ballerspiel, okay.
was es nicht schon so alles gibt. Na, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie in der Zukunft so ein VR-Markt gibt für Spiele und halt noch so ein Standard-Ding. Oder halt auch beides. Zum Beispiel bei Project Cars haben sie ja auch beide Sachen in eins gemacht, so gesehen. Bei was war das noch? Oder bei solchen Sachen halt. Na, das ist natürlich cool, ne? Für die Entwickler. Können sie sowohl als auch anbieten. Gut, dass er hier auch keinen Retailer drin hat. Wollen wir hoffen, dass die Cops nicht kommen. Wir müssen eher runter auf 50. Uff. Ey, 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 ey. Geworden. Das freut mich. Der Lautstärke finde ich immer noch ein bisschen komisch. Hoffentlich keine Cops, 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 hoffentlich keine Cops.
warm. Wie in der Sauna. Wir sind noch gar nicht Sommer. Okay, 50. Dass mein Maxilla-Trans noch gar nicht aufgefallen ist. Am Straßenrand. Am Straßenrand, okay. Dann. Nee, doch nicht. Natürlich. Also bei den Ampeln wollte ich nicht. Ah, ist mir wirklich gar nicht so direkt aufgefallen. Aber meistens haben wir da so bei den Steinen vorbeigeflitzt ist. Und nicht vor den Ampeln stehen halten, anschalten musste. Letztes Mal war es zumindest später, als wir hier waren. Ja gut. Muss ich da hin? Ja. Denke schon. Vielleicht auch nicht wirklich.